Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir geben uns heute endlich die Outtakes von Santa der Boss. Ein Sturm zieht auf. Wir haben uns das Hauptvideo schon angesehen, was insane war mit Mark Forster am Ende. Holy shit, schaut euch das gerne an. Meine Reaction findet ihr oben im i, genauso wie meine Julian Bam Reaction Playlist. Zu jedem einzelnen Hauptvideo haben wir eine Reaction gemacht. In einem davon, eigentlich war ich sogar in zwei oder drei Videos dabei. Aber, also in zwei Videos war ich auf jeden Fall dabei, aber... den einen mit Sprechrolle sogar, ja. Songs of the Bullet 2, checkt's gerne ab. Meine Reaction drauf, oben im i. Ansonsten haben wir jetzt hier die Outtakes. Ich freue mich sehr drauf, Freunde. Wir werden uns auf jeden Fall auch noch das Making-of von Carina ansehen. Jetzt haben wir aber gute 20 Minuten Outtakes. Ich freue mich drauf. Los geht's. Viel Spaß mit den Outtakes. Check die Tonne Gott ab. Ah! Hier, du Knecht. Danke. Bist dumm? Sorry, Santa, ich habe eine Links-Rechts-Hörschwäche. Eine was? Eine was hast du? Du Arschloch! Ich freue mich. Ich freue mich sehr auf die Outtakes, muss ich sagen. Gerade, ich hoffe, dass wir viel von Mark Forster sehen können. Gott, Santa, ich bin ihr größter Fan. Es ist mir eine Ehre, unter Mindestlohn mit Ihnen arbeiten zu dürfen. Dürfte ich vielleicht ein Autogramm haben? Dürfte ich vielleicht ein Autogramm haben? Dürfte ich vielleicht ein Autogramm bekommen? Bitte. Junge, es wäre so schwer, nicht zu lachen da für mich, holy Sorry, shit. Sorry, Santa, ich habe eine Links-Rechts-Hörschwäche. Eine was? Du bist gefeuert. Sorry, Santa. Meine Ohren sind vertauscht und dadurch auch meine Ohrorientierung. Wow. Hab ich seit meiner Geburt. Es ist so lustig, wenn er so in die falsche Richtung guckt einfach. Ist es egal, dass es dumm ist, dass du so machst und dann den Stift gibst? Stimmt. Lol, stimmt, habe ich auch gar nicht dran gedacht. Nehme ich die Karte, nachdem du dumm sagst oder vor? Du machst, was du möchtest. Okay, danke. Bitte, Neulinge, antreten. Der Boss ist da. Alles okay? Alle Mitarbeiter sind versichert, zumindest die Festangestellten. I doubt it. Das ist unser Gemeinschaftsraum. Mittagspause. Und das ist unser Gemeinschaftsraum. Mittagspause ist immer eine Minute. Holy shit, es wäre so schwer, dann nicht zu lachen für mich. Voll lachen. Ja, ich hör nicht auf. Junge, da waren so viele Menschen einfach, holy fuck. Heißt nämlich Tell, mit N am Ende. Ey, die Eltern, die wir nicht haben. Ey, die Eltern, die wir nicht haben. Die Eltern, die wir nicht haben. Ah, haben. Ja. Oh Mann, das ist True. Ganz schwierig. Das ist so True. Die machen immer ganz viele Aufnahmen noch von den Voice-Overs direkt vor Ort. Ja. Das ist need to know, oder? Ich glaube, das ist need to know. Stimmt, ey, Hand of Blood war auch da. Geil. Da gibt's hoffentlich gute Outtakes jetzt. Dann habe ich aber Zeit. Der ist in seiner Rolle, der Mann. Krass. Flee, solange du noch kannst. Wie in deinem Gesicht passiert, Alter. Das ist so krass, was alles bei ihm passiert, Junge. Er ist wirklich Grimassenkönig. Wir machen hier sitzen. Flee! Flee! Weniger? Flee! Okay. Flee! Flee! Eher noch mehr? Okay, ja, kein Problem, krieg ich hin. Ja. Ich biete nur was. Flee! Flee! Digga, das war wirklich. Danke. Wow. Bitte. Wow. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Das war ein bisschen viel in die Kamera geguckt. Ich weiß, sieht man mich jetzt schon? Genau, also ich. Freut mich auch, dich kennenzulernen. Oh, Lion. Das ist Larry, der ist ein bisschen. Santa? Santa fällt in Slow Motion ab und zu auch, müsst ihr wissen. Nein! Stehen. Okay, du musst dich den festhalten. Okay. Ja, gebrochen, Alter. Das mit dieser scheiß kleinen Tüte war so lustig im Hauptvideo, holy. Das war so lustig. Einer meiner favorite Gags. Und mach das hier mal sauber. Oh, das war auch einer meiner Favorite Gags, Junge. Holy shit, das war so lustig, diese Lache. Oh. Könntest du vielleicht einen Schluck zu trinken haben? Wo so? Wo? Wo? Dann? Reicht es!
Unmöglich. Sorry. Unmöglich. Niemand kommt hier hin. Bei dem Sturm schon gar nicht. Holy shit. Holy shit. Wieder guck mal zu Santa diesmal. Soll er sagen, vielleicht Antifa? Oh, lol. Geil. Spontan am Set sowas ist richtig cool. Ja. Okay, ja, lass. Vielleicht Antifa? Strong. Santa, ein Fremder. Santa, ein Fremder. Der muss so viel Styropor gegessen haben, der Mann. Holy shit. Geil, das Outfit sieht so geil aus. Oh Mann. Auch Kiko voll. Dir eine Bleibe für einen Reisenden. Krass. Das ist schon krass. Okay, danke. Müsst du gerade durchgefroren sein. Leg doch ihren Mantel auf. Das Ding an ihrem Gesicht. Öl anscheinend nicht. Und das Ding da in ihrem Gesicht. Gehen Sie auch lieber hier lang. Sie muss so lang da. Nein, nein, nein. Kommen Sie rein. Sie können jetzt mal. Warum hat Lidiro sich so gedreht auf einmal? Ich weiß es nicht. Oh, das ist Khan, das war Khan. Daher kannte ich den auch von früher. Ich hatte den, glaube ich, früher auf TikTok oder auf Instagram irgendwie mal verfolgt, den Mann. Langsam wird's unangenehm. Aber ist auch eine gute. Oder hat er nicht sogar bei Krass Klassenfahrt mitgespielt, meine Staffel? Ich weiß es nicht. Aber guck mal, das kann keiner von sich behaupten. Es kommt in meinen Lebenslauf. Ich habe in Ich kenne Leute, die können das auch von sich behaupten. Ich bin einer davon. Mehr sage ich nicht. Selten Erfolg freigeschaltet. Du hast ja nicht, du hast in meinen Hoden gebissen. Bleibt unser Geheimnis, ne? Mit Geld ist alles frei. I'm not gay, but $20 are $20. Elias, wie fandest du es? Gut gesprochen, er hat es gut gemacht. Bilder gezeigt. Viele Bilder gezeigt. Frei gesprochen. Richtig. Maschallah. Oh, 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 weg da mit dir, weg! Kurz Präsenz zeigen auch mal. Weg, weg! So, okay, wir heben das jetzt hoch. Anderer Tag. Das reicht. Oh, ich hab so Angst, dass irgendwas kaputt geht. Alles klar, Feierabend. So, Feierabend, guck mal raus! Hier den Trichter oder zwei, okay, die den nochmal ganz gut stabilisieren. Das heißt, wir müssen hier eher so nach hier halten. Ne? Das ist so insane, was die gebaut haben dafür, ne? Das ist so krass. Thomas, mehr halten. Und bitte. Das geht aber schöner, oder? Irgendwie ist der Brief richtig scheiße gefallen. Ja. Oh, der ist gut gefallen. Der ist richtig gut gefallen. Sind das Autogrammkarte? Hab ich dich. Oh. Digga, holy. Hab ich mich erschrocken sogar. Und wie war's? Exciting. Wie lange warst du drin? Gefühlt so 4 Stunden, ne? Egal. Ich werde dafür bezahlt. Ihr werdet bezahlt? Nein. Ich wurde auch nicht bezahlt. Alles unter Mindestlohn. Bau Statement? Ja. Bau. Top. Geil. Geil. Arme tiefer. Thomas? Machst du nicht? Nee. Aber Thomas, das ist tiefer. Junge, Thomas kriegt immer die schlimmsten Jobs, Junge. Er kriegt immer die scheiß Jobs, wo er Leute tragen muss oder so. Jetzt schreien. Das finde ich geil. Das ist neu im Behind the Scenes, dass wir sehen, so wie die Szene im Film aussieht und wie sie dann bei uns aussieht. Also im Behind the Scenes meine ich, wie sie im Behind the Scenes aussieht. Okay, ja. Ist schon ein krasser Unterschied, ne? Aber ich hab zu viel mit Körper gemacht, ne? Digga, das ist so ein Unterschied. Stimmt, Rob war ja auch da, geil. Das mit. Oh, ich hoffe, wir sehen eine Menge Battleflip-Outtakes mit Rob. NordVPN überzeugt außerdem durch seine krasse Leistung und seine ultraschnelle Geschwindigkeit. Höher als bei jedem anderen VPN. 5500 Turbine. Ja, ich müsste so lachen, holy shit, nein. Okay. Imagine, Digga.
Junge, ich könnte mich da nicht stillhalten. Davon werden wir ganz viele sehen. Fast. Ja, das wird nicht so lange dauern, das klappt schon. Easy. Merkt euch, das wird nicht so lange dauern, das klappt schon. Easy. Let's see. Ich sag, der nächste klappt. Der klappt, der klappt, der klappt. Der nächste? Okay, wurde auch nichts. Oh. So close, Junge. Zumindest klappt das noch. Selbst die Weihnachtswichtel haben Angst, dass sie ihn boxt. Dass er sie boxt, okay. Der Mann muss jetzt schon so lachen. Okay, serious. Selbst die Weihnachtswichtel haben Angst, dass er sie boxt. Boxt. Oh, gut. Ich kann nicht singen, Digga. Selbst die Weihnachtswichtel haben Angst, dass er sie boxt. Das war gut. Oder? Ich fand's gut. Ja, okay. Was? Hab ich richtig gehört? Willst du, dass hier alles funktioniert? Oh! Junge. Geil. Geile Szene auch. Wie haben wir hier Briefe rausfallen lassen? Ein aus der Crew versklavt ist, egal bei welcher Frage, immer die richtige Antwort. Wichtig. Oh, Kiko, es war Kiko. Kiko war da drin. Auch süß. Die gleiche Routine Jahr für Jahr. Doch unser... Hab ich verkackt? Ja. So, jetzt klappt's. Doch unser Wichtel-Kodex besagt... Du hast keine Musik mehr? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Der sieht so aus wie Tommy Schmidt mit dem Bart, weil man nur diese obere Gesichtshälfte sieht. Achtet mal drauf. Ich finde, ich sehe da voll Tommy Schmidt, oder? In alt, oder bin ich lost? Vielleicht bin auch nur ich lost. Das war auch so ein geiler Shoot. Oh! Das wird Tanta, wohin weil... Entschuldigung, oh, jetzt habt ihr mich voll verhandelt. Tut mir leid. Wir müssen jetzt richtig Angst vor dem haben. Ja, widerlich. Widerlich. Nee, oh mein Gott. Du kannst nicht vorwärts. Hand of Blood, so guter Schauspieler, finde ich. Er macht das so gut, Junge. Hand of Blood macht's richtig gut. Du dumme Sau. Ich werd dich fertig. Diesmal schlag ich ihn, die Fasslauf hat dich verlassen, du! Der macht das so gut, Junge. Du kannst nicht vorwärts! Eben der Kaminski-Audio-Einspieler war auch gut. Ich wollte gleich keinen mehr so machen, aber. Danke, was danke, danke. Das Rest wollen wir nicht weglassen, aber egal. Nein, Larry, du bist doch gerade erst Vater geworden! Nein, Larry, du bist doch gerade erst Vater geworden. Egal, was passiert, wir hatten zusammen. Wie konnte man den ernst nehmen, wenn er immer so gesprochen hat, basically? Wie konnte irgendjemand Joe ernst nehmen? Egal, was passiert, wir hatten zusammen. Scheiße. Halbes Set kaputt einfach. Meine Brille. Jetzt. Oh, zu weit. Direkt. Ja, der wird's nicht. Oh, nee. Oh, perfekt. Hey, du Monster. Hier sind wir. Bisschen weniger Feuer dabei? Ich kann nicht auf Carina gucken. Okay. Ich muss Hey, du Monster schreien. Ich kann das nicht. Go! Untersichtiger, noch untersichtiger, noch viel untersichtiger, noch untersichtiger.
Ja, okay. Ja, das ist egal. Merry Christmas, Freunde. Oh. Ja, schön. Oh mein Gott, ja. Ja, geil. Oh ja. Put it up. Diese Schnodderblase, Junge. Hey, was hast du eigentlich so am Wochenende gemacht? Ja, ich war bei Joey Babin Video. Ey, cool. Kann ich mal die Szene sehen? Ja, vielleicht auch nicht. Schon gut, kein Problem. Guck dir einfach nicht an. Das ist alles gesund. Also nicht gesund, sondern nicht gefährlich, ja? Immerhin. Immerhin. Könnte es noch ein bisschen zerrupfter irgendwie sein? Weil ich wurde ausgeschissen. Ist ja nackt da drunter. Ja, okay, klar, ey, denkst du, ich sauge ihn mit T-Shirt ein. Aromatisch geht. Ich dachte, jetzt kommt so richtig Soße drin. Ich dachte auch so. Ja, ich habe auch gedacht, das ist ja flüssiger. Holt doch Cola oder so. Ey, und vielleicht noch Wasser drüber? Ich einfach auf dich urinieren oder so. Ja, was für die Kunst. Bitte einmal alle, ja, ja, schmier drauf. Schmier drauf, Benni. Enno will richtig, der ist all in gegangen. Junge, so ein geiler Typ einfach. Es gab immer genug Essen am Set, Junge. Oh ja, stimmt, Lion hat uns auch mal bekommen. Wie in meinen Träumen. Hallo. Ring doch mal für die Kamera. An die ZuschauerInnen da draußen. Guck mal, was wir alles für euch kleinen Racker machen. Wer hätte dieses Bild vor so 6 Jahren irgendwie für ernst genommen? Das ist schon krass. Oh. Die hat sich fast geküsst. Es war so close. Es war so close vor dem Küsschen, sag ich. Liebe Freunde, abonniert den Kanal nicht vergessen. Dann endet ihr nicht so wie ich. Hat jemand ein Taschentuch? Go! What? Ich will noch Outtakes mit Mark Forster sehen, bitte. Und jetzt jubeln. Bitte. Das war der beste Jubel der Welt gerade. Ich muss dir noch was Wichtiges sagen. Oh Junge, die Tiro ist so klein, das ist so süß. Das wollte ich dir schon die ganze Zeit sagen, Santa. Der Fremde, er hat mich über... Die schwarzen Briefe. Der Fremde, er hat mich über die schwarzen... Wartet, er hat mich über die schwarzen Briefe abgefragt. Ausgefragt. Sorry, Santa, ich war wie in Trance. Er wollte... Fuck. Er meinte deine Urangst. Ruhe, bitte! Nein, nicht heute. Er meinte deine Urangst. Ja, dieser Moment verdient Klaus. Eine Hymne. Presse. Rabin, lauf mal cool. Hey, Digga, du machst so deine Seite. Was? Das war, ich finde, das war ein sehr cooler Lauf. Skala 1 bis cool war das ein cooler Lauf. Geil. Mann, das war geil. Oh shit, er hatte wirklich Rollschuhe an. Oh. Hier kann man, ich habe die Kamera geguckt. Hier kann man am besten atmen. Das war gut, das war der genommen wurde, der Take, glaube ich. Aber ist ein bisschen viel Reflexion, vielleicht mehr so eine. Ich glaube, ich habe zwar das Überleben der Übernachtung gestellt. Die sollten besser gehen. Das ist eine Drohung. Nein, das ist eine Drohung. Kommen wir nun zur Nummer 1 ja. Und einem erschreckenden Fall, dessen Beschreibung. 2, 1, go! Sorry, Santa. Sorry nochmal. Sorry, Santa. Du warst wie weggetreten. Und du sollst. Ja, Hexa. Sorry, Santa, du warst hier weggetreten. Und du sollst mal wieder zum Urlaub gehen. Santa, wo bist du? Was? Santa, wo bist du? Oh shit, halber Massenunfall im Hintergrund.
war krass, Mann. Frei. Oh, scheiße, Mann. Alle 4 Sekunden passiert in Deutschland ein Unfall. Soll ich schon sagen? Das ist so süß, wie er angerannt kommt. Na, weil deine größte Schwäche ist, dass du sehr, sehr stark bist. Dass du sehr, sehr stark bist. Stark bist. Stark bist. Santa. Santa. Meister. Meister. Mann, ich will noch Mark Forster sehen. Okay, wir haben noch 4 Minuten, um Mark Forster zu sehen. Ja, auch mal bitte. Schauen, weil du weißt auch, wie eine Endcard funktioniert. Ihr nehmt mich so und dann. Okay. Gesicht zur Kamera. Geht's noch? Das war Mui. Aber guck nach links, du musst mein Gesicht. Banger Song. Direkt, ne? Ganz schnell. Nein, nein, ganz schnell. Der Witz. Ich mach ja ganz leicht. Nee, passt. Boah, Leute. Mal fertig, die Kamera. Du sollst nicht gemacht. Nicht mich angucken. Oh, das ist die Szene. Das ist Mark Forster-Setting, glaube ich. Willst du mich küssen? Willst du mich küssen? Ich hätte Vincent Lee in diesem Moment einen schönen Zungenkuss gegeben, wie es sich gehört. Leider ist es nicht dazu gekommen. Um das Ganze zu beenden. Sorry. Kiko fegt, ey, ich werb mit den Dingern rum. Zeig mal, wie der Bart aussieht. Hier, so ein Haken gemacht, wo man Lippe drunter klemmen kann. Könntest du immer nur steuern. Mach mal ohne Bart, wie das aussieht, wenn du das ohne Bart machst. Lol, okay. Wir kennen ihn nur so, ja. Woher kennen Sie eigentlich meinen Namen? Ihnen lasse ich mir gar nichts sagen. Bleiben Sie schön hier. Bin ich Kleiderhaken. Dieser Unterschied, Junge. What the fuck? Maske. Aber Klamotten. Dieser Song regt mich schon seit Jahren auf. Der war auch geregt. Der Einzige, der denkt, oder was? Santa, alle schwarzen Briefe sind weg. So wie das Geld von ApoRed. Kalt. Na, so weg nun auch schon wieder nicht. Ach man, ich hätte das gerne nochmal gesehen, den Typen. Der war strong. Oh, jetzt muss ich mich richtig zusammenreißen. Na, so weg nun auch wieder nicht. Junge, so lustig eigentlich. Top, danke, aus. Kommen wir nur zum Herz vor Weihnachten. Hier werden die Geschenke verpackt und adressiert. Lol, wie gut. Einfach zu Hause gedreht, so Preview-Shots. Geil, das ist cool, dass wir sowas auch mal sehen können. Wow, und wie genau funktioniert das alles? Psst, so laut. Was? Hab ich richtig gehört? Du willst wissen, wie das hier alles funktioniert? Nein, möchte er nicht. Willkommen. Krass, dass man das so, die Vorlage nochmal gesehen hat. Preview-Shots sind immer geil zu sehen, im Nachhinein. Weil es halt wirklich das Rougheste vom Rougheste ist, so. Wow, und wie genau funktioniert das hier alles? Psst, nicht so laut. Was? Hab ich richtig gehört? Du willst wissen, wie das hier alles funktioniert? Nein, möchte er nicht. Ihr beide seid jetzt abgedreht. Juhu! Alles abgedreht! Ich habe keinen Mark Forster in diesem Video bekommen und ich glaube, wir werden ihn in den nächsten 60 Sekunden auch nicht zu sehen bekommen und ich bin traurig darüber. Ich möchte das nur kurz zum Ausdruck bringen, okay? Hey, ich bin Wichtelblatt, aber ihr könnt mich auch Wichtelblatt nennen. Leider bin ich nur der Teaser für das Santa-Spin-Off. Ich kann das nicht mehr. Mein Arzt hat gesagt, ich habe eine überaus seltene Krankheit, bei der ich an meine eigene Magensäure stecke, wenn ich nicht einmal im Jahr dieses Geräusch mache. Ich hätte das gerne gesehen. Ich sag's, wie es ist. Eine Banane. Wie geht's? Ey, der Job war nicht schlecht. Hier liegen halt 2 Kiwis und die Banane sieht er gar nicht. Wir sehen nur die Banane und er sagt, hey, eine Banane und greift sich eine Kiwi. Ich sag's, wie es ist. Das war ein guter Joke. Das war ein sehr guter Joke. Was ist das eigentlich? Also nichts Privates. Oh, okay. Schade, ich hätte gesehen. Ich mag den Typen. Ich hätte es gerne, ich hätte den gerne gesehen. Kommt noch am Ende was? Nein, wo ich einfach nur lach. Das ist
das, was ich den ganzen. Wir haben keinen Mark Forster bekommen übrigens. Es kam nichts mehr. Ich habe umsonst gewartet. Ey, ich sag's wie es ist. Ich hätte gerne Mark Forster noch gesehen, aber vielleicht gab's auch keine Outtakes. Beziehungsweise wir haben ja auch einen ganzen Behind-the-Scenes-Video schon bekommen für Mark Forster quasi. Deswegen denke ich, haben wir da auch einfach keine Outtakes mehr bekommen. So oder so, ich fand's richtig cool, dass wir viele Szenen haben, die fürs Hauptvideo gedacht waren, die aber nicht, die es nicht reingeschafft haben, dass wir hier die noch zu sehen bekommen haben. Und dass wir allgemein so ein bisschen mehr auf diese Behind-the-Scenes-Richtung gegangen sind. Nicht nur auf Outtakes, sondern auch, hey, wie funktioniert das mit den Briefen? Wie haben wir das gedreht? So haben wir es geshootet, so sieht es im Endeffekt aus. Das war echt ganz interessant und es waren lustige Outtakes. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Ich freue mich auf den Vlog von Carina. Den werden wir uns auf jeden Fall auch noch zusammen ansehen. Ansonsten, Freunde, hoffe ich, dass ihr einen wunderschönen Tag habt. Bleibt alle einfach so fresh und gut aussehen wie immer. Dann sehen wir uns und tschö mit Y.